Herzlich willkommen in meiner Firma Schlosserei Oldorf. Ich habe hier ein Zimmertürschloss von einem Kunden und ja, da ist die Feder kaputt. Ich öffne das Ganze. Wenn man so ein Schloss aufmacht, muss man aufpassen. Hier die Feder, die hier steckt, die steht ganz schön unter Spannung. Und da habe ich von der Firma Dörnhaus so einen Nusshalter. Oder noch Spanner, kann man auch sagen. Ja, den setze ich da einmal rein und dann kann ich hier ganz entspannt Schraube lösen. Ohne dass jetzt hier irgendwie groß was passiert. Ja, und so sieht das ganze Schloss jetzt von innen aus. Hier hat mir der Kunde die Feder gegeben. Und er braucht da 3 Stück von. Und die Federn, die waren, jetzt muss ich mal eben schnell gucken, die war einmal hier rum, so hat sie gelegen. Und die andere Seite, ja, da hat er so einen kleinen Bolzen, also die hat also so rum dran gelegen, hier ist der kleine Bolzen oder das Gegenstück. Und dann hat das praktisch dagegen gedrückt. Gut, so, ich mache jetzt Folgendes. Ich entspanne das Ganze jetzt hier erstmal eben. Dann kann ich das hier auch wieder rausnehmen. So. Und jetzt werde ich mal eben eine neue Feder machen. Das heißt also, die eine, die hat hier praktisch gegen gelegen. Von unten. Und die andere hat hier hinten gegen gelegen. Gegen diesen Bolzen hier. Gut, so, ich mache jetzt eine andere Feder. Eine andere Feder. Das hier ist jetzt die Feder, die ich gemacht habe, die da ersatzweise reinkommt. Jetzt legen wir hier noch eine kleine Unterdichtscheibe drunter, damit das ein bisschen höher kommt. Kann ich das Ganze praktisch hier einsetzen. Das jetzt drin und eingespannt. Das kommt nachher daran, aber das brauchen wir jetzt nicht, um die Funktion zu testen. Dann habe ich hier mal den Deckel, den ich drauf mache, und man kann sehen, das funktioniert einwandfrei. Jetzt machen wir noch mal eben hier den Schlüssel da rein. Und das funktioniert auch jetzt wieder alles einwandfrei. Hat auch nicht zu viel Spannung. Da muss man nicht aufpassen, dass hier nicht so viel Druck drauf ist, weil sonst funktioniert das Ganze nicht. Gut. Jetzt baue ich das wieder auseinander. Der Kunde wollte 3 Federn haben, also 2 muss ich noch dazu bauen. Und da hätte ich immer ganz gerne das Schloss, weil ich das dann immer testen kann. Also wenn ich das so mache, dann ist das immer ein bisschen schwierig. Also, ich brauche immer das Schloss. Dann kann ich da dementsprechend die passende Feder zu machen. Gut, jetzt
Machen wir das nochmal eben so, dass ich das hier wieder rausnehme. Ich kann auch diese kleine Scheibe wieder rausnehmen. Ich habe hier nämlich hier einmal in die Höhe gebogen und einmal gegen den Schnapper. So, jetzt nehmen wir das Ding hier nochmal eben wieder rüber. Muss man das ein bisschen festhalten, sonst ziehe ich das da ein bisschen weg. Ja, das geht auch wieder, das auch. Das läuft das eben halt ohne Unterlegscheibe, das geht also auch. Damit kann man das Schloss wieder benutzen. Jetzt würden einige sagen, okay, ich gehe in den Baumarkt und hole mir einfach ein neues Schloss. Das ist viel preisgünstiger. Das stimmt nicht ganz, weil ich von diesem Schloss das mit dem Stulp nicht unbedingt bekomme. Das ist manchmal ein bisschen anders. Die neuen sind kleiner. Und ich muss auch ein eckiges kriegen. Meistens sind die immer hinten rund. Das ist das dann auch. Zum anderen ist das, ich habe hier ein Schloss aus Eisen. Das hält noch garantiert 100 Jahre. Die anderen aus Plastik, wo das Plastikleben drin ist, da ist es dann nicht so. Ja, gut. Dann machen wir jetzt nochmal eben die anderen Federn und dann bauen wir das alles wieder zusammen. Ja, und jetzt mache ich nochmal eben zwei Stück und dann funktioniert das alles wieder. Alle drei Federn sind gemacht. Das sind die anderen beiden hier. Ich hier habe. Gut, dann können wir das Schloss wieder zusammenbauen. Federn sind alle getestet. So, jetzt kommt hier noch die Feder drauf. Kann sein, dass das hier gleich durch die Gegend fliegt. Mal gucken. Das ist übrigens das Verbindungsstück, nennt sich dieses hier, da wo ich gerade die Ölkanne drauf halte. Also dieses Teil hier. Das ist ein Ding, manchmal wollen die da nicht rein.
So, das war jetzt Nummer 1. Jetzt kommt Nummer 2 nochmal eben. Setze ich auch da rein. Ja, dann ist das auch erledigt. Andere Seite. So. Das geht also hervorragend. Und das schließt auch hervorragend. Gut, damit ist das erledigt. Federn habe ich angefertigt, neue, kann der Kunde jetzt wieder bekommen und die dementsprechend in seinen anderen Schlössern einbauen. Alles weitere steht unten in der Videobeschreibung und dann freue ich mich auf mein nächstes Projekt.